Die Rettungskräfte des verletzten Höhlenforschers Johann Westhauser kommen weiter schneller voran als geplant. Wie Stefan Schneider von der Bergwacht Bayern am Dienstagmorgen auf Anfrage mitteilte, haben die Einsatzkräfte mit dem Verletzten in Begleitung eines italienischen Arztes bereits das Biwak 2 in rund 500 Metern Tiefe erreicht. Wir rechnen jetzt damit, dass er am Donnerstag oder Freitag das Tageslicht erreicht, sagte Schneider der Nachrichtenagentur dpa. Die Rettung des Verletzten aus der Riesending-Schachthöhle in Berchtesgaden könnte damit bei planmäßigem Verlauf nach genau einer Woche abgeschlossen werden. Der Transport des durch ein Schädelhirntrauma schwer verletzten Westhauser in einer Trage hatte am vergangenen Freitag begonnen.